Boxer will mit Hilfe seines Trainers auf die große Bühne. Sie üben schon mal. Uli Wegner hat sein Lieblingsspiel vorgeschlagen, 17 und 4. Karo Murat ist blutiger Anfänger. Ich verliere ungern, das musste er mit Murat noch nie. In 18 Kämpfen siegte der 25-Jährige immer. Vor 10 Monaten holte er sich die Europameisterschaft von Sanavia. Ich werde schon ein bisschen mehr tun als letztes Mal. Und weil jetzt habe ich den Gürtel, jetzt bin ich der Gejagte. Er zieht dir wieder einen ran, Karo, dass du nicht wiederfindest. Diese Runde gewinnt ich. Oh. Das reicht. Du bist tot. Es dauert nicht mehr lange. Noch 3 Spiele bist erledigt. Im Ring allerdings jubelte bisher immer Murat. Das wird, so Wegner, auch im Kampf 2 gegen Sanavia so bleiben. Karo gibt ihm die Garantie durch seinen enormen Trainingsfleiß. Ja? Da ist er sogar Ato voraus. Du hast keine Chance, den Trainer. Glaub mir das. So. Eine Bombenkarte. Ich gehe rein. Mitgehen oder hast du verloren? Ich gehe mit. Gut. Ich mach Risiko. So, jetzt habe ich gewonnen, Trainer. Für den neuerlichen Erfolg im Ring hat Murat eine klare Strategie. Ich werde mit mehr gerade Hände schlagen. Und weil er immer Nahkampf boxt, also Halbdistanz. Jetzt geht los, komm, jetzt geht's um alles. Komm. Noch eins. Oh. Gut. Okay. 18. Ich habe auch 18. So, ich habe gewonnen, Herr Wegner. Genau. Danke für den netten Spiel. So. So einfach wird es natürlich heute nicht für Karo Murat. Er boxt gegen Christian Sanavia. Und jetzt die Frage an den ARD-Boxexperten, an Henry Maske. Das ist ein Mann, der war schon Weltmeister. Der hat Markus Beyer schon geschlagen. Das ist ein Mann, der 45 Boxkämpfe hinter sich hat als professionell. Ist Karo trotzdem der Favorit heute? Ja, das ist er sicher. Das hat er ja vor gut 10 Monaten hier gezeigt. Aber er hat natürlich auch einen Eindruck hinterlassen gegen Sanavia, dass es kein leichter Kampf war. Es war auch nicht zu erwarten. Sanavia, wie du selber sagtest, der hat schon sehr, sehr, sehr viel Erfahrung. Das ist so ein Mann, der ihm manchmal regelrecht so ein bisschen leid tut, weil er ist ein enormer Kämpfer, aber ihm fehlt natürlich die Klasse. Er setzt nach, ist ein ganz schwieriger, ein unangenehmer Mann in Situationen, wo der Gegner seine Ruhe haben möchte, steht er permanent vor ihm. Das haben wir hier gesehen. Der Karo hat es eben gerade angedeutet, er will mit langen Händen arbeiten. Er muss den Mann sich von der Distanz halten. Mit vielen Aktionen ist da nichts zu machen. Ich sehe da eher den Karo in der Situation, dass er wirklich vor ihm steht und merkt, wenn er zuckt, also wenn Sanavia zuckt, dann ist er mit einer Hand drinne, stoppt ihn mal. Sehr konzentriert und knapp muss er so einen Mann boxen, denn es geht auch wahrscheinlich wieder über 12 Runden. Wenn wir heute die Situation vergleichen mit der im April, da war ja er der Nobody und Christian Sanavia war der Titelverteidiger. Kann dieser Sieg hier in der gleichen Halle Motivation bedeuten oder eher Belastung vielleicht? Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, wir haben ihn gehört. Murat ist schon ein Mann, der in sich ruht, nicht nur, weil er fleißig im Training ist. Er hatte die erste Titelverteidigung hinter sich gebracht, ging auch über 12 Runden. Das war also kein leichtes Spiel, was auch nicht zu erwarten ist. Und hier wird er wahrscheinlich ein Fazit ziehen wollen, nach 10 Monaten das erste Mal als Titelverteidiger in den Ring gehen. Und das werden wir hoffentlich heute auch hier sehen. Stabilen Karo Murat. Also, es ist angerichtet hier im Ring, Jansportforum in Neubrandenburg. Im Ring begleitet Sie gleich Roman Röll, unser Ringsprecher. Der Kampf wird kommentiert von Wolf-Dieter Jacobi. Vor 10 Monaten hier in Neubrandenburg. Karo Murat holt sich die Europameisterschaft vom Italiener Christian Sanavia. Heute die Revanche. Murat gegen Sanavia. Jetzt, live, im Ersten. Meine Damen und Herren, willkommen im Ring zum ersten Highlight des heutigen Abends. Die Europameisterschaft im Supermittelgewicht. Der Herausforderer kommt in die rote Ecke. Er stammt aus Italien. Willkommen, Christian Olimpo Sanavia.